Die winzige Erzwespe Encasia formosa ist der wichtigste natürliche Gegenspieler der weißen Fliege. Sie belegt die festsitzenden Larvenstadien des Schädlings jeweils mit einem Ei. Durch gezielte Anstiche zwecks Hostfeeding ernähren sich die Weibchen von der austretenden Hämolymphe. Diese eiweißreiche Kost ist für die Reifung der parasitoiden Eier notwendig. Bereits 10 Tage nach der Parasitierung sterben die weißen Fliegelarven ab, die schwarzen Mumien sind hier deutlich zu erkennen. Nach weiteren 10 Tagen schlüpft die erwachsene Wespe und der Kreislauf beginnt von vorn.